Hey, hey und damit einen wunderschönen guten Tag an euch alle und willkommen zum allerersten Let's Play hier in Planet Zoo auf diesem Kanal. Das, was ihr jetzt hier seht, ist all das, was wir bisher im Livestream immer wieder gebaut haben. Da will ich euch mal gerne einen kleinen Überblick geben von dem, was hier in dem Park alles vorhanden ist, was ihr vielleicht verpasst habt, wenn ihr das Ganze nicht im Livestream gesehen habt, und dann werden wir das Ganze hier mal im Let's Play auch ein wenig mehr ausbauen, damit dieser Park natürlich nicht nur mehr Gehege bekommt, sondern natürlich auch deutlich cooler und schöner aussieht. Fangen wir einfach damit an. Was ihr hier direkt am Anfang seht, ist ja der Eingangsbereich. Letzten Endes ein Gebilde, was relativ zügig entstanden ist. Ne? Die Gäste kommen hier rein, kommen hier dran. Hier sind die provisorischen kleinen Kassen, wo die Gäste ihre Tickets holen können. Und dann geht der Weg auch direkt hier herunter Richtung des ersten Geheges. Ja, alles hinterm Zaun, ne? Die Gäste sollen hier leise sein, schweigen, weil die Tiere relativ zügig hier gestresst sind. Und nachdem man das hier alles schon umschifft hat, kommt man hier an dem Eingangsbereich vorbei und da warten uns auch schon die ersten Läden. So. Wenn da die erste Hürde genommen ist und die Leute ihr erstes Geld hier schon ausgegeben haben, haben die natürlich hier einen kleinen Ausblick auf das allererste Gehege. Hier in Form eines Safari-Geheges. Mit Zebras, Giraffen und Weißschwanzgnus, die hier ihr Unwesen treiben. Direkt dahinter befindet sich auch schon das nächste Gehege, und zwar das Löwengehege. Mit, ja, wie man unschwer erkennen kann, mit dem Felsen, dem Königsfelsen vom König der Löwen. Das Ganze funktioniert relativ gut. Also hin und wieder ist nach einem Patch mal der ein oder andere Löwe hier runtergesprungen. Wollte sich natürlich sein Snack sich besorgen. Aber kleine Anpassungen angefertigt und so läuft das eigentlich ziemlich sauber. So, ich gebe euch einfach mal einen gesamten Überblick erstmal. Hier haben wir das Safari-Gehege, wie gesagt, mit einer kleinen Bahn, die da durchfährt. Die fährt auch hier unten drunter entlang und kommt von da hinten durchgefahren. Relativ großes Safari-Gehege für die drei Tiere und dann, wie gesagt, dahinter, hier haben wir gerade auch die ganzen Löwen, die schon am Laufen sind, das Löwengehege. Gehe ich auch mal jetzt hier so ein bisschen durch. Hier haben wir ein kleines Schlafgemach für die, mit der Möglichkeit, dass die Gäste die beim Schlafen mal ansehen können. Hier haben sie nochmal die Möglichkeit, ein bisschen durchs Wasser durchzugehen. Und dann haben wir auch hier den Bereich für einen kleinen Ausblick der Gäste, um die Löwen hier zu beobachten, wie sie am Fressen sind. Bin ich eigentlich soweit ziemlich schnieke das Ganze. Hier einen kleinen Parcours zum Klettern. Die Bahn abgesichert fährt natürlich auch hier durch, damit sie eben die Löwen nicht anfressen können. Wir haben hier ein bisschen Nachwuchs auch im Zoo. Wir spielen natürlich, oder was heißt natürlich, wir sind im Sandkastenmodus unterwegs. Die Tiere sind so eingestellt, dass sie nicht altern oder nicht versterben, damit ich mich nicht administrativ nochmal um die Tiere kümmern muss. Hab's mir aber dennoch nicht genommen, mal eine Zeit lang hier ein wenig die Tiere leben zu lassen und das Ganze auszuschalten, damit wir auch ein paar kleinere Nachwuchstiere im Zoo haben. Ah, süß, die Kleinen. Ja, und da natürlich auch ein der Königsfelsen hier, direkt mit der Ausblick auf die ganzen Zebras und die Giraffen
ist für die Löwen auch komplett begehbar. Hier ist der Eingang für die. Hier können sie hier drunter hergehen. Man hat hier die Möglichkeit, sich auch mal auszuschlafen, als auch den Felsen hier hochzulaufen und hier ein wenig die Aussicht zu genießen. Also, im Gesamten bin ich hier doch auf diesem Bereich. Der ist doch sehr schön gelungen. So, dann gehen wir mal weiter. Ich werde noch so ein paar einzelne, oder am Ende werde ich euch so ein paar kleine Cinematic Moves hier einblenden, damit ihr das Ganze auch nochmal in einer schönen Form genießen könnt. Ah, guck mal, da haben wir das Gebäude noch gar nicht gemacht. Muss auf die To-Do-Liste kommen. Ja, hier, ein kleines Häuschen für die Rundfahrt durchs Gebäude, durch den Park. Gehen wir mal ins nächste Gehege rein, denn hier warten auf uns die Geparden. Glaube ich. Geparden. Bin ich die ganze Zeit den Baum erwischt? Komm. Ja, Gepard, Gott sei Dank. Puh. Also, kleines Gepardengehege. Auch hier an der Zahl 2 Geparden drinnen. Plus Nachwuchs. Ist ein sehr, 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 sehr ruhiges Gehege. Noch nicht ganz fertig. Hier sind noch so einige Platzhalter drin, die ich hier getestet habe. Hier sind noch so Kleinigkeiten, die ich an dem Gehege tatsächlich gerne machen wollen würde. Und auch hier der Ausblick für die Gäste auch noch nicht so ganz fertig. Aber ich würde schon sagen, zu guten 80% haben wir das Ganze erreicht. Hier haben wir noch ein bisschen angefangen und so eine schön, ja, sowas Schiffsähnliches sollte das Ganze darstellen. Dann müssen wir nochmal schauen, wie wir das hier tatsächlich hinkriegen oder ob wir das nicht einfach auf eine andere Art und Weise hier uns zusammenbauen. Also ihr werdet sehen, hier sind noch so einige Kleinigkeiten an Baustellen vorhanden, wo man sich noch hinsetzen muss. Aber der Ausblick ist tatsächlich, finde ich, doch relativ gut gelungen. Wir haben die Gäste einmal die Möglichkeit, hier durchzustarren, als auch durch die großen Fensterscheiben. Hier. Natürlich mit ein paar Informationen immer zu den Tieren. Und mit dem Hinweis, dass sie doch bitte die Tiere nicht füttern, denn die schmeißen alle einfach ihre Nahrung herunter. So, ja, wenn ich schon mal in diese Richtung blicke, schauen wir uns direkt das nächste Gehege an. Denn hier ist das Elefantengehege der afrikanischen Elefanten. Da habe ich hier ein Gebäude, das habe ich aus dem Workshop geholt, habe es aber ein bisschen angepasst, habe es ein bisschen umbaut und ein bisschen vergrößert. Ja. Damit die Tiere eine Möglichkeit haben zum Schlafen. Hier ist ein kleiner ein kleiner Weg, wo sie drunter entlanglaufen können, um in den nächsten Bereich zu kommen. Ich zeige es aber hier nochmal so aus dieser Perspektive. Oh ja, das ist eine gute Perspektive. Hier fährt uns der Zug entlang und zeigt ein wenig auch das Elefantengehege für die jeweiligen Besucher, die mit der Bahn fahren. Und hier haben wir auch eine Möglichkeit, nochmal die Elefanten dabei zu beobachten, wie sie am Schnallen sind oder sich im Dreck am Wälzen mit einem kleinen Zaun, damit die Gäste natürlich auch geschützt sind, aber nichtsdestotrotz auch einiges sehen. Und auch hier haben die Elefanten nochmal die Möglichkeit, einen weiteren Weg nach oben zu laufen, wo hier auch Nahrung auf sie wartet. Und das muss natürlich auch nochmal verschönert werden, damit das Ganze so ein bisschen angepasst ist. Die Elefanten brauchen schon ein wenig Platz. Hier unten ist auch schon mal ein bisschen vorgeplant gewesen. Hier soll noch ein weiteres Gehege reinkommen für die afrikanischen Tiere. Auch ein Mischgehege soll hierher kommen. Und auch hier soll noch ein Mischgehege hineinkommen. Wenn ich schon mal hier eben bin, kann ich nochmal den Unterblick zeigen, wo man bei den Löwen mal reinschauen kann ins Schlafgehege. So sieht das Ganze hier unten aus. Ein bisschen dekoriert. Ein paar Informationsschilder, aber der Ausblick hier, falls es jetzt hier auch mal ein paar Löwen gäbe, wäre, glaube ich, ziemlich passabel. Aber auch hier fehlt natürlich noch überall Dekorarbeit. Das sind natürlich immer so Aufgaben, die ungemein viel Zeit erfordern, dass man sich da mal hinsetzen muss. Und wie man auch schon hier gesehen hat, hier bin ich noch im Bau eines kleinen
ja, aktiven Wasserbereichs. Hier haben wir noch die jeweiligen Platzhalter für das Ausrichten der Wasserfälle. Aber im Groben und Gesamten ein bisschen Steine, ein bisschen Natur hier rein, ein bisschen Grünzeug und schon wird das Ganze relativ schön ausschauen. Soll alles ungefähr so wie hier aussehen. Und ich finde tatsächlich, dass dieser kleine Bereich jetzt hier zumindest schon mal gut gelungen ist. Und hier oben auch ein kleiner Wasserfall, wo die Gäste hier entlang kommen und dann in den nächsten Bereich des Zoos kommen. Auch hier haben wir wieder ein kleines Gebäude. Oder das eins der ersten Gebäude im generellen Bereich, wo die Gäste reinkommen können und die ersten afrikanischen Wasserwesen tatsächlich mal begutachten können. In erster Form der Nilwaran, auch hier mit kleinem Nachwuchs, als auch die Warane mit ihrem kleinen Gehege, was relativ, finde ich, klein, süß, geschmeidig ist für die Tiere. Da hinten haben sie ihre Schlafmöglichkeit, wo sie entlang krabbeln können. Aber auch einen kleinen Eingang nochmal fürs Personal, damit sie da halt reinigen können. Hier haben wir nochmal den Weg, wo gerade ein Tierarzt reinkommt und hier ein bisschen Kontrolle macht. Ein kleiner Wasserbereich. Recht angenehm, recht überschaubar. Und hier haben wir nochmal eine Möglichkeit für die Aldabara-Schildkröten. Aldabra, Riesenschildkröte. Auch hier gibt es Nachwuchs. Auch hier gibt es kleinere Schildkröten. Da haben wir es auch gerade. Hier nochmal vom Nahen. Und dieses Gehege auch recht überschaubar. Recht klein gehalten. Eine Möglichkeit zum Schlafen. Im Felsen eingebaut. Ein bisschen dekoriert. Und das sollte für die Tiere genügen. Wenn wir dann hier weitergehen, hier fehlt natürlich noch eine ganze Menge. Kommen wir in einen Bereich, wo unsere, was sind denn hier nochmal? Was habe ich hier nochmal für Tiere drin? Jetzt muss ich selber schauen. Ah, da haben wir es, genau, die Flusspferde. Hier sind die größeren Flusspferde enthalten. Auch hier die Möglichkeit für die Gäste reinzugehen und reinzuschauen, als auch, wie gesagt, wie ihr schon gerade gesehen habt, in den Wasserbereich. Hier fehlt noch allerlei Deko. Eine Menge Dekoarbeit. Da müssen wir uns mal hier nochmal hinsetzen. Das wird ein sehr interessanter Bereich. Auch hier gibt es nochmal einen Bereich, wo man ein wenig rausgehen kann und schauen kann. Hier füttern die sich. Was ist mit dir los? Du schläfst hier im Essen. Na gut, okay. Man gönnt sich ja sonst nichts. Na gut, ein bisschen Schlamm, ein recht großes Gebäude. Hier auch noch nicht ganz fertig, hier habe ich noch die Träger drinnen für kleine Dekoarbeiten, da müssen wir uns nochmal hier richtig hier dran setzen. Ich fange überall an, immer wieder was zu bauen und irgendwann lasse ich die Dekoarbeiten sein, weil ich die mir für wann anders vornehmen möchte und dann fange ich immer ein nächstes Gehege an. Wie zum Beispiel hier, als das DLC erschienen ist mit den Pinguinen. Da haben wir den Ausblick für die Gäste, für die Pinguine, die hier in das Gehege reinschauen können, in das Wasserbecken hineinschauen können. Ja, die Weitsicht ist jetzt hier nicht so ganz gegeben, zugegebenermaßen. Aber für die Gäste sollte es genügen. Wir haben natürlich die Möglichkeit, hier reinzugehen und wie ihr schon unschwer erkennen könnt, das hier ist doch gar kein Pinguin. Naja, das ist die Kegelrobbe, David Rubberfield. Und David Rubberfield denkt, er sei ein Pinguin. Deswegen ist das die einzige Robbe, die hier im Pinguingehege drinnen ist und enthalten ist. Eine kleine Rutsche für die Pinguine angebracht, wo sie tatsächlich hin und wieder auch mal runterrutschen. Aber das ist ja von dem Spiel nicht so ganz gegeben. Eine kleine Plattform, ein paar Steine, die wir getestet haben. Und hier nochmal die Möglichkeit, wo sie sich sonnen, in der Sonne regeln können. Und da sind auch die Klimaanlagen sichtbar, die müssen wir auch nochmal in die Erde reinschieben. Und auch der Schlafbereich für die Pinguine. Und da sehen wir auch gerade einen Pinguin schlafen. Im Großen und Ganzen ein schön überschaubares Becken mit einem großen Wasserbecken. Hier soll an der Stelle nochmal ein Ausblick kommen für die Gäste, damit die Gäste hier auch, ja, die ganzen Pinguine
einfach mal von oben genießen können. Ich glaube, die Aussicht kann man auch demnächst mal hier zusammenbauen und natürlich auch Gebäude fürs Personal. Und hier überall noch kleine Platzhalter enthalten, wie auch da Platzhalter enthalten sind, wo man was gebastelt hat. Ihr seht, hier haben wir noch einiges zu tun. Ein kleiner Bereich fürs Personal, auch hier gut versteckt von den Augen der jeweiligen Gäste. Hier haben wir dann so einen kleinen paradiesischen, ja, ne, Verkaufsmeile, Fressmeile, Shopmeile, wo die Gäste entlang gehen können, ein wenig das Ganze hier genießen können. Im Hintergrund fehlt natürlich auch noch eine Menge Grün. Aber es erfüllt seinen Zweck. Zumindest sind die Gäste hier relativ glücklich. Hier haben wir so ein bisschen das aus dem Australien-DLC mit dem Afrikanischen zusammengemischt. Auch nochmal zwei Terrarien. Hier in der Form von einer... Schlange. Was haben wir denn hier nochmal drin? Was sind denn hier nochmal für Schlangen drin? Eine Puffotter. Hier ist die Puffotter. Schön enthalten. Und hier haben wir die Riesenschnecken. Die sich, wie schimpfen die sich? Echte Ahartschnecke. Ja, weniger spannend, aber hin und wieder freuen die sich doch mal, sowas zu sehen. Dann gehen wir direkt in den nächsten Bereich. Oder nehmen wir den offiziellen Weg, den auch die Gäste gehen. So, hier haben wir den Bereich. Ein kleiner Durchgang aus Holz geschaffen, wo die Gäste in den nächsten Bereich kommen. Und hier erwartet die Gäste natürlich auch allerlei. Fangen wir einfach an mit dem ersten Gehege. Hier haben wir die Grizzlybären. Da kommt schon eine angelaufen. Da haben wir auch ein bisschen Nachwuchs. Und hier haben die Grizzlybären allerlei zu entdecken. Wir gehen mal so ein bisschen durchs Gehege, schauen uns das mal von oben an. Auf ziemlich verschiedenen Ebenen. Die Grizzlybären haben hier ihren ganzen Bereich zum Austoben, einen kleinen Schwimmbereich. Und deren Schlafgemach auch in einer Höhle drinnen. Wie sich's eigentlich für Bären ja auch gehört. In einer Höhle zu hausen. Darüber hinaus haben wir hier einen kleinen Ausblick für die Gäste, wo die Gäste auf zwei verschiedenen Ebenen einen Ausblick auf einmal dieses Bärengehege haben. Liebevoll wie dieses Gebäude auch Grenzübergangsturm genannt vom Twitch-Chat. Ich habe schon vieles dafür getan, damit das nicht so wirkt, aber ja. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch findet, dass das aussieht wie ein Grenzübergangsgebäude. Direkt neben dem Grizzlybärengehege haben wir dann auch das Wolfsgehege, wo die Wölfe sich hier so ein bisschen austoben, eine Menge Platz haben, mit ein bisschen Grün und wo es dann auch durch verschiedene Bereiche oder durch verschiedene Wege hochgeht. Einmal hier ein kleiner Bereich, wo sie geschützt sind vor Regen oder hier und hier ein Übergang in den oberen Bereich. Auch hier wieder Nachwuchs mit drin im Gehege. Und eine Möglichkeit auch, sich ein bisschen, ja, das Fell sauber zu halten. Da haben wir auch gerade hier wieder ein paar Wölfe am Laufen. Je weiter man nach oben kommt, umso verschneiter wird's. Und hier auch der Bereich, wo die Wölfe sich ein bisschen austoben können und schlafen können. So, damit hier auch ein bisschen Frischluft reinkommt. Ein kleines Loch in die Decke. So. Weiter geht's zurück. Hier haben wir eine kleine Brücke für die Gäste. Und hier ist auch schon der Mitarbeiterbereich, wo die Mitarbeiter das Futter und so weiter vorbereiten können. Wir gehen weiter im Bereich und kommen dann zum nächsten Gehege für die Gäste. Und zwar haben wir hier, wie man es vielleicht schon erahnen kann, anhand seiner Größe, zumindest was man bisher gesehen hat, von den Eisbären.
Die Eisbären haben natürlich ein sehr, sehr großes Gehege, da sie es benötigen. Und wenn es mich nicht ganz täuscht, ist sogar dieses Gehege für die immer noch zu klein. Sogar deutlich zu klein. Die Wasserfläche ist auch wieder verkleinert. Ich glaube, das liegt daran, weil wir jetzt hier auch Nachwuchs drin haben. Und durch den Nachwuchs wird es natürlich im Gesamten für die Tiere ein wenig zu gering. Ja, im normalen Modus, glaube ich, ist dieses Gehege gar nicht machbar. Dass man sich hier doch schon sehr, sehr schnell verkalkulieren kann, als auch ein Vermögen für die Klimaanlagen bezahlen muss, um das Gehege überhaupt aufrechtzuerhalten. Aber hier haben die Eisbären eine Möglichkeit, über eine kleine Brücke in einen zweiten Bereich reinzukommen, wo sie auch ein kleines Wasserbecken haben und ein wenig sich hier austoben können. Zwischendrinnen der Weg für die Gäste, damit die Gäste den Tieren auch mal beim Schwimmen zusehen können. Und wenn wir hier auch nochmal reingehen, haben auch hier die Eisbären eine kleine Eishöhle zum Schlafen. Auch hier wiederum haben wir die Möglichkeiten gegeben, den Gästen hier einen Blick hineinzuwagen, dass die Gäste hier einen, wie ich finde, doch recht schönen Einblick in das Schlafvermögen der Eisbären haben. Noch nicht so ganz alles richtig schön dekoriert. Auch hier unten der Bereich fürs Personal mit dem Wasserreiniger, Wassertemperatur und sonstiger Regulierer. Ne, man kennt sie ja in dem Spiel. So, aus dem Gehege heraus haben wir hier oben den nächsten Bereich und hier sind unsere Polarwölfe angesiedelt. Die Polarwölfe haben auch hier einen recht übersichtlichen Bereich. Hier haben die Gäste einmal die Möglichkeit, direkt unten zu gucken oder von oben eine kleine Schlafecke an dieser Seite des Geheges. Hier ein kleines Wasserbecken, wo die Tiere sich natürlich Frischwasser holen können, als auch sich ein bisschen reinigen können. Und die Höhle, die auch noch nicht hier dekoriert ist, wo sie dann schlafen können. Und hier natürlich ein bisschen grün, damit es auch nicht so karg aussieht. Und eine kleine Möglichkeit für die Bahn, hier durchzufahren. Im Groben und Ganzen fehlt hier natürlich auch noch mal eine ganze Menge an Dekoration. Hier soll übrigens auch noch mal ein weiteres Gehege kommen mit den anderen Tieren, die in dieser Polarregion wohnen. Daher sieht das hier auch noch so ein bisschen karg aus. Und hier eine kleine Zwischenhaltestelle für unsere Bahn, mit der wir, glaube ich, auch mal eine kleine Tour fahren werden, damit ich euch da auch was zeigen kann. Im Groben, nee, was heißt im Groben? Im Ganzen war es das eigentlich. Die Bahn fährt hier eine provisorische Route, damit sie einfach ihre Route beendet und im Kreis fährt. Und das ist der ganze Bereich, den wir bisher immer mal wieder on-stream gebaut haben. Und hier werden wir uns dann demnächst weiter austoben. Aber für euch heißt es jetzt erstmal ein paar Cinematics genießen und die ein oder andere schöne Szenerie bewundern zu können. Let's go! Hey!